Peace, meine krassen Fighters, willkommen zu Crunk MMA. Freunde, gleich zu Anfang eine Frage: Was ist besser als ein Bad Motherfucker? Richtig, zwei Bad Motherfucker. Hier besprechen wir kurz ein mögliches Masvidal vs. Nick Diaz Match. Zuletzt verlor Masvidal abnormal und ich würde demütigend hinzufügen, gegen Kamaru Usman in der zweiten Runde mit so einem Knaller ausgeknipst zu werden, ist schon eine Hausnummer. Und kann schon dafür sorgen, dass du fürs Erste die Schnauze voll hast, so aber nicht Masvidal. Wie geht's jetzt aber für ihn weiter? Nate Diaz hat er bei der UFC 244 in der dritten Runde durch TKO erledigt. Warum nicht auch noch den anderen Diaz Bro kosten lassen? Nick Diaz wäre vom Style, von der Ausdauer, der Zähigkeit perfekt für Game Red. Masvidal erklärte sich kurze Zeit nach der Niederlage gegen Usman bereit, gegen Nick Diaz anzutreten und sagte: Ich kann nicht ohne den Gürtel in den Ruhestand gehen. Auf jeden Fall ist Nick ein Hengst. Wenn er einen Kampf will, bin ich mehr als bereit, ihn zu bestreiten. Wenn er gegen Ende des Jahres kämpfen möchte, was soll ich sagen? Ich bin da. Ich habe in vielen Interviews gehört, dass er nicht begeistert davon war, was ich mit seinem Bruder gemacht habe. Wäre ich auch nicht. Ich weiß, was ich tun würde, würde jemals mit meinem kleinen Bruder machen. Also, auf geht's. Beide sind gute Striker. Ein geiler Schlagabtausch und Stand wäre in einem Kampf mit den beiden mehr als sicher. Auch was die Reichweite angeht, sind beide gleich. Auch in Sachen Alter gehen die zwei auf die 40 zu. Diaz würde mit zwei Niederlagen antreten und Masvidal hat aktuell auch zwei Niederlagen in Folge kassiert. Erfahrungstechnisch liegen beide Motherfucker bei einem auch ziemlich gleichen Fight Record mit über 35 Kämpfen. Also, was will man mehr? Come on. Die zwei passen ins Octagon und mir fällt kein besseres Beispiel ein als: Die passen einfach perfekt zueinander wie Kim Kardashians Arschbacken. Versteht ihr das? Könnt ihr das nachvollziehen, liebe Freunde? In diesem Sinne, was glaubt ihr? Lässt sich Nick Diaz drauf ein? Klingt ein Kampf gegen Masvidal für ihn reizvoll genug? Wird es dazu kommen? Ja, nein, vielleicht. Schreibt es mir in die Kommentare. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr wollt. Lasst mir ein Like da. Würde mich echt freuen. Und bis zum nächsten Mal.